Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem Burning Gas Channel. Heute präsentiere ich euch unsere treue C-Klasse, die wir nun seit über 6,5 Jahren und knapp 60.000 Kilometer als Daily Driver nutzen. Diese wunderbare C-Klasse ist vom Baujahr 94, also 26 Jahre alt, und hat die wundervolle Farbe Blau-Schwarz-Metallic. Die gibt es leider nicht mehr bei Mercedes. Ich verstehe nicht warum, aber das war eine exklusive Mercedes-Farbe damals gewesen. In diesem Blau-Schwarz-Metallic wirkt der W202 wie eine kleine S-Klasse. Er sieht ähnlich aus wie der W140. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass diese C-Klasse schon 26 Jahre alt ist? Ich finde, die sieht noch immer ziemlich jung aus. Auch vom Heckbereich ist das Design wirklich gelungen. Ich würde dieses Design als zeitlos beschreiben und überall auf der Welt wird dieses Fahrzeug klar und deutlich als ein Mercedes erkannt. Also ein prestigeträchtiges Fahrzeug. Also für all diejenigen, die das nicht wissen, kurz zum Fahrzeug. Dies ist ein C220 Diesel mit 95 PS. Dieses Fahrzeug habe ich 2014 gekauft. Und es sollte eigentlich nur ein Übergangsfahrzeug sein, was ich schnell wieder loswerden wollte. Aber die Qualität dieses wundervollen Fahrzeuges zeugt davon, dass wir es jetzt wirklich seit 6,5 Jahren in unserem Besitz hegen und pflegen und wirklich geliebt gelernt haben und auf jeden Fall nicht verkaufen werden. Denn so ein Fahrzeug findet man nicht ein zweites Mal. So sieht es unter der Motorhaube aus. Wir haben hier den C220 Diesel. Der interne Motorquad ist hier OM604. Also haben wir hier einen Vierzylinder mit 2,2 Liter Hubraum. Und damals, 1993, wurde dieser Motor als Weltpremiere von Daimler-Benz der Öffentlichkeit präsentiert. Denn dieses Fahrzeug hat das erste Mal Vierventiltechnik in einem Diesel eingebaut. Dieser Motor hier ist eine moderne Iteration des legendären OM601, also vom W124-200 Diesel, den kennt ihr wohl alle. Nur, dass hier ein anderer Zylinderkopf verarbeitet worden ist und Vierventiltechnik, dass dieser Motor ein spritzigeres Ansprechverhalten hat und dadurch auch ein wenig mehr Leistung generieren konnte. Dieser tolle Motor ist mit einer Automatik verknüpft, eine Viergang-Automatik. Das ist noch ein Viergang-mechanisches Getriebe, also haben wir hier noch keine Elektronikverpestung, also keine softwaregesteuertes Automatikgetriebe. Diese Getriebe- und Motorkombination passt wirklich gut zusammen. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch in den letzten 60.000 Kilometer etwa von 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Denn das Fahrzeug verbraucht auf der Autobahn so 6 bis 6,5 Liter, auf Langstrecke in der Stadt so 8, 8,5, 9 Liter, auch im Winter ein wenig mehr, aber nichtsdestotrotz haben wir dadurch diesen günstigen Verbrauch, Mischverkehr von etwa 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Als ich diesen Wagen damals gekauft hatte, war der Wagen zu 99,99% rostfrei gewesen. Außer am Heck, Türenschloss, hatte er so eine kleine Blume. Das zeige ich euch jetzt. Diese kleine Blume war noch ein wenig kleiner gewesen vor 6,5 Jahren, als ich ihn gekauft habe. Jetzt fragt ihr euch, oh, das hat sich ja fast gar nicht weiterentwickelt. Ja, denn ich habe dieses Fahrzeug damals versiegelt. Von hier innen drin. Wie ihr seht, ist es offenes Blech. Und da bin ich dann reingegangen mit Fett und habe das Fahrzeug mehrfach Hohlraum versiegelt. Und somit hat sich der Rostfraß nicht weiterentwickelt. Aber ich muss dazu hinzufügen, dass wir dieses Fahrzeug im Jahr zweimal auf Hochglanz polieren. Also Lackpflege bekommt er auf jeden Fall. Hier am vorderen Kotflügel haben wir eine kleine Rostbildung. Wenn ihr richtig raufschaut, ist noch nicht wild. Aber das war vor 6,5 Jahren noch nicht da gewesen und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein wenig entwickelt.
Sonst können wir rosttechnisch vom äußerlichen Blech eigentlich nicht klagen, denn dieses Fahrzeug ist für seine 26 Jahre wirklich in einem peniblen, guten Zustand. Auch der Innenraum hat sich ziemlich gut gehalten, 26 Jahre, und es sieht noch wirklich wunderbar aus. Es ist jetzt nicht irgendetwas abgeplatzt, auch nicht von den Plastikeinheiten, nicht viel abgegriffen. Und auch das Lenkrad ist noch in einem spitzen Zustand. Die einzige kleine Aufscheuerung haben wir hier am Fahrersitz. Der Sitz ist noch nicht durch, aber auf jeden Fall ist da Verschleiß erkennbar. Und das Besondere, liebe Leute, alles funktioniert. Wirklich alles, wie am ersten Tag. Dieses Fahrzeug hat jetzt über 238.000 Kilometer gelaufen und ist in einem spitzen Zustand. Die einzige Schwachstelle vom W202 C220 Diesel ist die Lucas-Pumpe. Die kann als Achillesferse dieses Fahrzeuges angesehen werden, denn viele Leute haben dann das Problem, dass diese Pumpe dann undicht wird und das Fahrzeug dann beim Starten irgendwie anfängt zu wackeln. Das haben wir auch gehabt, nicht bei diesem Modell hier. Da haben wir seit 6,5 Jahren eigentlich gar keine Probleme, sondern wir hatten mal einen C220 Diesel vom Baujahr 98, der dieses Problem mit der Lucas-Pumpe hatte. Sonst gibt es eigentlich nichts Auffälliges. Das Fahrzeug startet ganz normal und das jeden Morgen ohne Probleme. So, 238.813 Kilometer. Dann nehme ich euch mal mit auf einer kurzen Probefahrt. Das Fahrzeug läuft wunderbar, ist ruhig, die Automatik schaltet wunderbar, sie ist sozusagen eigentlich ziemlich butterweich. Wir haben hier ein paar harte Schaltvorgänge, nur wenn es kalt ist, aber das ist völlig normal. Also dieses Fahrzeug mit 95 PS lässt sich auch gut bewegen. Der ist auf jeden Fall viel schneller als zum Beispiel ein 200 Diesel mit OM601. Man merkt auf jeden Fall die Neuentwicklung dieser Vier-Ventil-Technik, weil dieses Fahrzeug ist ziemlich spritzig. Ich habe auch mal ein Video gemacht, in dem ich beide Motoren vergleiche, beim W124 und diesem hier. Und der einzige Unterschied ist, dass dieser Motor ein wenig schneller läuft, also gefühlt schneller läuft, weil in Wirklichkeit laufen sie ja gleich schnell. Durch die Vier-Ventil-Technik haben wir ja zwei Einlass- und zwei Auslassventile und dadurch hat dieses Fahrzeug eher den Charakter eines Benziners und nicht eines Diesels, der ein wenig behäbig ist, also von den Dieselmodellen der 80er und 90er Jahre zu sprechen. Natürlich ist dieser Diesel mit heutigen modernen CDI-Motoren überhaupt gar nicht vergleichbar, aber war natürlich in seiner Zeit das Novum gewesen, also das Nonplusultra, was man sich überhaupt kaufen konnte in der Dieselwelt. Also ich drücke mal ein bisschen rauf, das ist jetzt etwa Vollgas, nicht Kickdown, und ihr seht, das Fahrzeug hängt munter am Gas. Beschleunigt gut, es bremst auch gut, hier ein kurzer Test. Das heißt, wir haben auch gar kein Fading oder irgendwie sowas. Denn das Besondere an dieser C-Klasse ist, es ist auf jeden Fall ein spürbar moderneres Fahrzeug als
ein W124. Der hat auch zum Beispiel einen Bremsassistenten. Das heißt, dass die Bremse elektronisches Monitoring unterliegt und wir zum Beispiel einfacher bremsen können und in Gefahrensituationen der Bremsassistent vollen Druck an die Bremsen weitergibt. Also bei der C-Klasse hier ist das Besondere, der fährt sich wirklich wie ein moderneres Fahrzeug, als er ist. Man merkt seine 26 Jahre ihm auf gar keinen Fall an. Und man kann ihn ganz normal als einen Daily Driver nutzen, da dieses Fahrzeug auch ABS hat, zwei Airbags, also auch für die Beifahrerseite, Servo und allen Pipapo, ne? Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Fahrzeug, was wir als Daily Driver, egal in was für eine Witterungssituation, fahren können. Und so tun wir das ja auch. Dieses Fahrzeug wird ganz normal im Winter gefahren, auch wenn Schnee liegt, 10 cm oder irgendwie sowas, fahren wir dieses Fahrzeug. Und unser Fahrzeug zum Beispiel ist jetzt kein Garagenfahrzeug oder irgendwie sowas, das wird auf jeden Fall genutzt. Es ist ein Arbeitstier und wird auch jeden Morgen gestartet und die Arbeit verrichtet. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video zu unserem seit 6,5 Jahren in unserem Besitz der wunderbaren W202 C-Klasse gefallen. Ich würde gerne wissen, wie eure Erfahrung zu eurer C-Klasse ist und wünsche mir, dass euch dieses Video auf jeden Fall viel Spaß und viel Freude bereitet hat. So, liebe Leute, ich halte euch auf dem Laufenden und bis bald. Euer Burning Gas Channel. Und somit hat sich der Rostfraß nicht weiterentwickelt. Aber ich muss dazu hinzufügen, dass wir dieses Fahrzeug im Jahr zweimal auf Hochglanz polieren. Also Lackpflege bekommt er auf jeden Fall.